zusammen. Heute kommt ein bisschen anderes Video von mir. Ich nehme euch mal mit in meinen Putzalltag und in meine Putzroutine. Ich werde auch ein bisschen dekorieren für den Herbst. Es ist leider jetzt schon wieder Herbst. Es ist so schnell gegangen. Ich brauche jetzt schon wieder eine Jacke für draußen und einen Schal. Ja, jedenfalls lege ich jetzt mal los und nehme euch mit. Erstens fange ich damit an, eine Ladung Wäsche zu waschen. Und während die läuft, putze ich dann schon mal los. An der Garderobe mache ich einfach nur klar Schiff und dieses Mal sortiere ich auch noch die Sommerjacken mit aus. Ja, das Gästeklo ist eigentlich so mein Badezimmer, in dem ich mich in der Früh immer fertig mache. Und dank der Oma, die letztes Mal da war, habe ich einen neuen Tipp bekommen von ihr, und zwar das Fiss für die Waschbecken hernehmen. Und das stimmt wirklich, die strahlen mit dem Fiss mindestens noch 5-mal mehr als wie mit meinem normalen Allzweckreiniger. Geht es euch mit den Dekosachen auch immer so? Also ich muss bestimmt 5-mal hin und her schlichten, bis ich dann den richtigen Standort für meine Deko gefunden habe und ich dann zufrieden damit bin. Die Toilette wische ich im Moment mit den Sacrotan-Tüchern. Die haben wir noch über vom Urlaub, und bevor die austrocknen, nehme ich die jetzt noch her. Aber ansonsten nehme ich immer nur Desinfektionsspray. Ja, man könnte meinen, die kleinen Holzstecken sind von der Coco, aber nee, die Katie hat hier die Sammelleidenschaft. Steine, Stöcke, Blumen, Blüten, Blätter, alles Mögliche muss mit nach Hause gebracht werden. Ja, die Vorhänge hatten es total nötig und der Tom war Gott sei Dank da und hat mir die Arbeit abgenommen. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna
Ja, am Ende kommt noch der Herd dran. Dafür nehme ich auch diese Fiss-Scheuermilch und für den Rest von der Küche nehme ich einfach nur einen Allzweckreiniger. Als nächstes sortiere ich die Gläser in unserer Bar. Und ich nehme dafür dann so ein Anti-Staub-Spray, damit diese Glasplatte nicht so schnell staubig wird. Um im Schrank Platz zu sparen, stelle ich immer ein Glas normal hin und ein Glas stelle ich auf den Kopf nebeneinander. Und dann brauchen die viel weniger Platz, als wenn sie normal nebeneinander stehen würden. Die verkalkte Stelle an der Dusche bekomme ich nur mit Schrubben nicht weg, deswegen nehme ich dafür Essig und lasse den erstmal etwas einziehen. Ja, nach ein paar Minuten einwirken geht es dann super weg. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich einen neuen Wischer, mit dem bin ich aber noch nicht hundertprozentig zufrieden. Meine zwei Sprühwischer, die ich hatte, sind leider beide abgebrochen und jetzt boykottiere ich, dass ich nochmal einen kaufe. Deswegen lebe ich jetzt mit meinem normalen Wischer und habe aber keinen Eimer dafür. Deswegen muss ich jedes Mal Wasser und Bodenputzmittel extra dazugeben. Und ja, das mache ich jetzt so lange, bis ich einen neuen passenden für mich gefunden habe. Der Tom sich hier hinten abmüht. Ich hab falsch gemacht. Okay. Mache ich hier noch einen Crumble, weil wir haben nämlich noch Zwetschgen über und ein paar Johannisbeeren. Die habe ich jetzt schon mal geschnitten hier rein. Mache noch ein bisschen Zucker drüber, weil ich glaube, die sind relativ sauer. Dann kommt hier einfach so eine Mischung aus Butter, Zucker, Mehl, Zimt und eine Prise Salz. Und dann kommt das Ganze für 20 Minuten oder 30 Minuten in den Ofen. Ich mache Essig in so ein kleines Glas mit irgendeinem Duftöl dazu. Ich habe zum Beispiel Lavendel, Zitronengras oder Orange
Und das lasse ich dann für circa eine Woche einwirken und danach kommt es in so eine Sprühflasche, wie hier neben mir steht, und wird mit Wasser noch aufgefüllt. Ja, ich brauchte unbedingt eine kleine Kaffeepause und dachte mir, ich fange gleich mal mit der Deko an. Ja, das mit der Klopapierrolle ist eine super easy Idee, die ich auf Instagram bei Dekohus heißt sie, ich kann sie euch gerne mal unten verlinken, gesehen habe. Die hat immer ganz tolle Bastelanleitungen und genau, das soll am Ende ein Kürbis werden. Und man nimmt eine Klopapierrolle und so ein Garn. Ein kleines Stück Garn kommt durch die Klopapierrolle durch und dann wickelt man das einfach um die Klopapierrolle herum, bindet es dann am Ende zusammen. Das Ganze macht man zweimal und die zwei Hälften werden dann zu einem ganzen Kürbis. Ja, die Kissenhüllen habe ich auch wieder gewaschen und am schönsten finde ich es, wenn zwei Kissen in einer Kissenhülle sind, dann sind die richtig schön aufgebauscht und hängen nicht so schlaff in der Kurve rum. Ja, die Decken auf dem Sofa sind aus einem gewissen Grund da drauf, weil das Sofa nämlich unten schon total auseinanderfällt. Das ist so ein Lederimitat und ja. Ein Wunder, dass es noch nicht auseinandergebrochen ist, aber die kleinen schwarzen Fleckchen, die liegen überall dann rum und deswegen sind jetzt da Decken drüber, bis es ein neues Sofa gibt. Ich sag's euch, was waren das für Diskussionen nur über diesen einen Korb. Ich hatte es als erstes mit der Kerze, der Tom fand die Kerze sehr grabmäßig, dann habe ich es wieder ohne und dann, ja, wie gesagt, ich bin sehr schwer in Deko-Entscheidungen, deswegen habe ich da 10-mal hin und her probiert, um dann das Richtige zu finden. Ja, am Ende habe ich dann noch so kleine Holzstöcke an die Kürbisse geklebt, damit es auch richtig echt aussieht. Ja, wie es immer so ist, nach dem Aufräumen ist vor dem Aufräumen. Ja, und alles geht wieder von vorne los. Mein Zwetschgen-Crumble kam übrigens super gut an, auch bei den Kitties, die bei uns zu Besuch waren, und der ist komplett leer. Ja, die Schienen unten an der Duschtür, die habe ich in die Spülmaschine gesteckt und jetzt sind sie wieder super sauber.
fix und fertig. Im wahrsten Sinne. Und ich habe leider nicht alles erledigt. Ich wollte eigentlich noch in Katies Zimmer ihren Kleiderschrank umsortieren auf Herbst. Und meinen Kleiderschrank genauso. Und das Schlafzimmer, die Betten überziehen. Das habe ich heute alles nicht mehr geschafft. Weil drei kleine Mäuse mich auf Trab gehalten haben. Ja? Und gestritten und geschrien und essen und das und das und das und das. Und genau, so ist das halt. Und ich habe ein Kühlpack. Du hast ein Kühlpack. Weil ich habe mich hier draußen und hier tut es mir weh. Und ich habe hier an meinem Fuß ein Aua. Und wir gehen jetzt ins Bett. Bis gleich. Bis morgen. Bis morgen.